Und zurück zur nächsten Folge Uncharted 4, der mittlerweile schon 21., glaube ich. Und jetzt wollen wir mal schauen, was uns der Sully für uns bereithält. Dazu müssen wir jetzt hier runter. Andere Folge war wirklich heftig. So, okay, schauen wir mal. Willst du sie? Ja, klar, warum nicht? Können wir vielleicht noch brauchen, die Münze? Mit etwas Glück, Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich, bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht, nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Na komm. Gut. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich, wenn die anderen auch bald wieder da sind, Nadine und so weiter. Sully. Jetzt komm, Sully, los! Zieh! Ja. Oh! Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. So. Oh Gott, das ist auch wieder schon. Ja, extremes Rätsel wieder. Okay, schauen wir mal, was hier passiert. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Oh mein Gott. Ah, warte mal. Das müssen, glaube ich, Sterne sein. Die müssen nebeneinander sein. So, okay. Oh. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldrige, Anne Bonny und Christopher Condent. Kein Plan, was ich hier machen muss, Leute. Aber das schaut so aus. Oh, lass mal überlegen.
Ja, Leute, ich habe keinen Plan, wie es hier geht. Es gibt zu viele Kombinationen. Na, schauen wir doch mal. Vielleicht gibt es jetzt auch keine Kombination. Ich hoffe noch auf Vielleicht find, muss ich erst was finden. Sind wir schon zwei. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonnie und Condent. Dass ich da irgendwie... Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Dass ich da irgendwie erst was finden muss, irgendwie... Was machen die hier? L2. Bonnie war ein Rotschopf. Ach ja, Condent nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Hey, Nate. Sieh mal. Noch ein Sternmuster. Auf der Jacke. Ah, okay. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Ich muss... Ah, noch die Vierecke da. Okay, jetzt... Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Okay. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Was? Ah, okay, jetzt muss ich... Das müsste jetzt eigentlich... Ah, alles klar. Schauen wir nochmal. Jetzt schauen wir uns das hier nochmal an. Normalerweise... Die Pfeile passen da. Stimmen da überein? Ah, sehr gut. Das war jetzt mit den Pfeilen, also. Okay. Ach, schwierige Geburt. Noch eine Tür. Ja. Also, wer waren diese Typen? Das? Das sind, Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Achso, jetzt sind nochmal so Zeichen da. Fast. Oder wie? Ich texte Sam.
So. Tagebucheintrag. So, jetzt habe ich Fische, Dreizack und so Knochen-Dinger. Dafür muss ich jetzt aber, glaube ich, bestimmt hier auch so eine, die Bilder hier untersuchen. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Schau mal. Finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Too. Ja, ist die auch so? Ah, da ist so ein Muster, oder? Na da. Ah, da, okay. Das hätten wir. Sehr gut, dann schauen wir uns das nächste an. Hey, wer ruft denn jetzt an? Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Bücher, Globus. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphins. Puh, er und Baldrige haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Hey, Sully, hilf mir mal. Na klar. Danke. Nächste Gemälde. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Puh, sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. So, dann gehen wir mal. Dann schauen wir mal, wie das jetzt hinkommt. Objekt untersuchen. Und dann mal das da. Okay. Schaut, glaube ich, nicht schlecht aus. Genau, so müsste das passen. Okay, schließen. Schauen wir, ob das so stimmt. Okay, der Fisch muss jetzt nach oben schauen. Der schaut rüber. Und die war nach unten, glaube ich. Hä? Ah, okay. Boah, ist vier Stück jetzt. Okay. Und wen haben wir hier? Ja, weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Mist, was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm. Mein Gott, wie finden wir das jetzt hier noch? Ich erkenne den Kerl nicht. Er war viel jünger als die anderen Piraten. Ah, oh, das müsste es, glaube ich, sein. Nummer 1.
Oh, Sam hat geantwortet. Ah, siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Häme ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Ha, kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Ach, da oben ist echt... Sieht man nicht sofort. Ich habe die Sterne, aber wer bist du? Ja, ihr seht Al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganovenehre. Ja, ob es das wirklich gibt. Gut versteckt. Drei. Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. So, haben wir jetzt schon die vier? Dann müssen wir jetzt mal schauen, wie die hinkommen. Okay, ich habe die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Becken suchen. Jetzt tun wir die mal. Das sind vier. Ah, warte mal. Diesen. Glaube ich, habe ich schon gesehen. So, da rein. Diesen drehen wir einmal hoch. Okay. Dann müsste der oben eigentlich hier reinkommen. Da rein. Einmal drehen. Yep. Das müsste eigentlich so sein, oder? Genau, jetzt passen die ganzen Kreuze, also die Striche da passen zusammen. Okay. Probieren wir das mal. So. Also, jetzt schauen wir nochmal nach. Wie war die Waage? War auf dem Kopf. Drehen wir sie auch auf den Kopf. Gehen wir aber gleich hier rüber. Schauen wir nochmal nach, wie war der Tiger war. So. Das da, schauen wir nochmal nach. War auf dem Kopf gestanden. Als Fragezeichen ist praktisch auf dem Kopf. Also müsste das jetzt eigentlich auch auf dem Kopf sein. So. Und das Fragezeichen, also müsste nach rechts schauen. Also Kopf nach links. Bam. Bam. Wenn man mal weiß, wie es geht, ist es eigentlich gar nicht mehr schwer. Bloß zum Anfang erstmal durchsteigen, durch das Rätsel. Und geht's eigentlich? Ich meine ja nur. Okay, einmal. Was ist jetzt schon wieder? Schon wieder ein neues Rätsel. Achso, Fotos machen. Zweimal. Und das letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Weißt du, das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voilà. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen, Kumpel. Was? Rodeus quod licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht?
Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst du? Warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Warum habe ich das geahnt? Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow. Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Prodeus Court Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam! Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Dave weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir ein neues. So, spannend geht's weiter, aber leider erst in der nächsten Folge. Deshalb, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.